Wie speichert man jetzt negative Zahlen im Computer? Wir haben bereits gesagt, negative Zahlen könnte man in Binär mit einem Minus vorne darstellen. Das Problem ist, im Computer gibt es kein Minus. Wir müssen dafür eine andere Möglichkeit finden, um es zu speichern. Die leichteste, die einfachste Variante wäre, den Minus auch mit einem Bit darzustellen und eine 0 zum Beispiel für kein Minus nehmen und eine 1 für Minus. Das heißt, wir packen vor der binären Zahl einen zusätzlichen Bit, das dieses Zeichen repräsentiert. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel mit einem, allerdings mit kleiner als einem Byte, damit wir es ein bisschen schneller schreiben können. Ich nehme die Zahl in Binär 0011. Das wäre in Dezimal eine 3. Und wenn ich jetzt eine 1 davor packen würde, sage ich, das ist etwas ganz, ganz Spezielles. Das ist eben mein Zeichen und in diesem Fall ist es ein Minus. Wenn dieses Bit eine 0 wäre, dann wäre das die positive Zahl 3. Und wenn es davor ist, dann ist es die negative Zahl 3. Das heißt, ich benutze eigentlich nur 4 Stellen für meine Zahl und ein Bit zusätzlich für das Zeichen. Was ist das Problem? Das echte Problem ist folgendes. Diese beiden Zahlen 1, 0, 0, 0, 0 ist eine minus 0 und diese Zahl 0, 0, 0, 0, 0 ist eben die Zahl plus 0. Das heißt, wir hätten mit dieser Art und Weise negative Zahlen zu repräsentieren, hätten wir eigentlich 2 Repräsentationen für eine 0. Und das ist eindeutig schlecht, wenn wir irgendetwas ausrechnen wollen. Deswegen gibt es einen anderen Trick, einen sehr interessanten, der heißt Zweierkomplement. Und es funktioniert folgenderweise. Sie erinnern sich hoffentlich, dass wir jede binäre Zahl mit einer Formel darstellen konnten. Und diese Formel war 2 hoch 3 mal die dritte Bitstelle plus 2 hoch 2 die zweite Bitstelle plus 2 hoch 1 die erste Bitstelle plus 2 hoch 0 die nullte Bitstelle. Diesmal habe ich diese Formel von der 0 angefangen, bei Bit 0. So macht man es in der Informatik normalerweise. Wir fangen immer bei 0 an, das Zählen. In manchen anderen Videos habe ich das mit der 1 angefangen. Das ist eigentlich vollkommen egal. Hauptsache, es kommt genau das Gleiche raus. So, was machen wir jetzt? Statt diese komplette Zahl mit einem Minus zu versehen, das, was wir davor gemacht haben, nehmen wir nur den höchsten Bit, also diesen hier vorne, den hier, und den versehen wir mit einem Minus. Dem geben wir sozusagen ein negatives Gewicht. Alle anderen Plusse bleiben so, wie sie sind. Und dieser Minus steht eben nicht vor der ganzen Zahl, sondern nur vor diesem höchsten Bit. Machen wir ein paar Beispiele. Die Zahl 0, wieder mit 4 Bits, wäre so. Das wäre jetzt immer noch unsere 0 in Dezimal. Wenn ich den rechtesten Bit umdrehe, also 0001, dann haben wir immer noch nach unserer Formel 0 plus 0 plus 0 plus 1 und das wäre Dezimal eine ganz normale 1. Also von der Seite zähle ich ganz normal hoch. Was passiert allerdings jetzt, wenn ich die Zahl, die 1, 0, 0, 0 schreibe? Das wäre jetzt eine minus 8 wegen diesem Vorzeichen hier vorne beim höchsten Bit plus 0 plus 0 plus 0. Das wäre eben im Dezimal eine minus 8. Das hier war natürlich jetzt ein bisschen falsch. Das wäre natürlich im Dezimalsystem und nicht im Binär. Was passiert jetzt, wenn ich eine 1, 0, 0, 1 mache. Interessant ist wirklich zu sehen, dass diese letzte Zahl eigentlich sehr, 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 sehr klein ist, also auf der anderen Seite der Skala liegt und eben nicht eine minus 1 repräsentiert. Wenn ich jetzt 1, 0, 0, 1 mache, dann wäre das eine minus 8 plus 0 plus 0 plus 1. Das wäre also im Dezimal eine minus 7 und so weiter und so fort.
Was ist jetzt die kleinste negative Zahl, die ich repräsentieren kann? Das wäre die hier. Das ist unsere kleinste Zahl. Was wäre unsere größte positive Zahl, die wir repräsentieren können? Das wäre eine 0, 1, 1, 1. Das wäre 0 plus 4 plus 2 plus 1. Das wäre eine 7 im Dezimalsystem. Also in diesem System kann ich jetzt zwischen minus 8 über die 0 bis plus 7 rechnen. Das ist also hier unsere größte Zahl. Wie groß ist jetzt genau diese Zahl? Denn wir haben es nur mit 4 Bits gemacht. Das wäre interessant zu sehen, wie viel bekommen wir, wenn wir auch größere Speicherplätze hätten. Gucken wir uns unsere größte positive Zahl an. Wir haben eigentlich nur diese 3 Bits hier zur Verfügung, um unsere positive Zahl hochzupushen oder eben zu bekommen oder auszurechnen. Diesen letzten Bit, den allerersten Bit, den höchsten Bit, den dürfen wir ja nicht benutzen, denn der hat ja einen negativen Wert. Also, dass wenn wir annehmen würden, dass wir genau n Stellen haben, eben n, im Moment ist n eine 4, dann wäre diese 7, wir haben n minus 1 Stellen für unsere positive Zahl, das wäre also die Zahl 2 hoch n minus 1 und eben minus 1. 7 ist eben genau 1 weniger als 2 hoch n minus 1, was wäre 8. Woher kommt jetzt diese minus 1? Die kommt dafür, dass wir 0, 0, 0, das ist eben die 0. Also das heißt, wir haben genauso viele Stellen auf beiden Seiten der Skala, aber auf der negativen Seite können wir eine Zahl mehr repräsentieren als auf der positiven, weil die 0 auch mitgerechnet wird. Die größte Zahl haben wir bereits gesehen, das war die minus, die kleinste Zahl haben wir bereits gesehen, das war die minus 8 im Dezimalsystem. Und die können wir repräsentieren mit 2 minus 2, hoch n minus 1. Diese 2 geben uns jetzt genau den Bereich an, den wir mit n Bits im Zweierkomplement repräsentieren können. Wie bereits erwähnt, das nennt man das Zweierkomplement. Dankeschön.